Jetzt willkommen zurück zur Join Dota League Season 4 im Spiel um wer Division 1 bleiben darf und wer nicht. G-Play gegen He Forever. Forever liegt 1-0 vorne. Selben Bands wie vorher. Und Hihi bzw. G-Play versuchen das Lineup von Hihi Forever United diesmal auszuprobieren mit Troll Ward Adventure Spirit. Hihi gegen Skywrath Mage, Earthshaker, Faces Void. Also sowohl dieses Sky Void Combo als auch mit dem Shaker und Mystic Flare durchaus eine Combo, wo sie vielleicht die Mystic Flare einigen Damage davon halt auch ohne sonstigen Setup ins Ziel bringen. Batrider und Omni-Knife von G-Player allerdings sind halt irgendwie zwei Helden individuell sehr stark. Ich weiß jetzt nicht, zusammen passt es eigentlich auch ganz gut. Ich weiß nicht, ob das Repel auf das Lasso, also ob das von der Entfernung her passt oder nicht, aber es ist nicht so wichtig. Was für mich viel wichtiger ist, ist, dass Omni-Knife wohl als Support gespielt wird. Und da bin ich mir tatsächlich nicht so sicher, weil ein Offlane-Omni ist ziemlich geil. Ein Omni, der keinen Farm bekommt oder beziehungsweise keine Level, ist halt so eine Sache. Bin ich mir nicht sicher. Aber Repel ist stark so oder so. Ein Kottel kommt hier. Ist das ein Core Earthshaker? Ich weiß es nicht. Könnte durchaus sein. Coole Sache. Mal schauen, sie könnten wieder Aggro gehen. Mit Kottel, Earthshaker, Skywrath Mage. Oder Faces Void geht doch auf die Offlane. Oder. Es sind viele Möglichkeiten, aber ein sehr, sehr komisches Lineup, finde ich. Ein sehr, sehr sonstiges, sehr selten gesehenes Lineup, finde ich jetzt hier. Von daher freue ich mich da auf jeden Fall mal zu gucken, wie das Ganze sich abspielt. Besonders Naga und Kottel sieht man nicht häufig. Naga aus dem guten Grund. Aber Kottel. Ja, Kottel. Nice. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Okay, und Lycan als letzter Held. Also doch ein bisschen Push. Und vielleicht ein bisschen earlier gehen. Einfach weil Void und Naga auf jeden Fall im Late Game das Spiel übernehmen werden. Mal schauen, ob. Ja, ob sie das früh beenden können. Lycan Mitte wird es wohl sein auf dem Mastermind. Kikoni als Troll Warlord, der auf die Safe Lane geht. Und Hawkeye Offlane. Tja, auf der Seite von Hihi haben wir halt Garta in der Mitte. Und da unten. Und mal schauen. Lefkan Support, schade. Nihis auch Support. Und HVA wird einen Core Skywrath Mage spielen. Cool. Okay. Also dann haben wir das auf der Seite von Hihi. Forever United. Spook auf der Offlane auf dem Faces Void. Wie schon gesagt, Naga Mitte und Lefkan zusammen mit HVA, der farmen wird. Ja, also Russian doch, Dota. HVA, Skywrath Mage Mitte, Naga, Safe Lane Farm mit Nihis zusammen. Viel Mana, sehr wichtig für eine Naga oder sehr cool mit einer Naga auf jeden Fall. Um halt sehr viele einfache Lasten zu bekommen mit dem Riptide. Das ist ziemlich cool zum Lasteten ist und generell. Dementsprechend auch erstmal ohne Quelling Blade. Was ja meistens so zum lasteten Core auf der Naga ist, einfach weil es sehr, sehr einfach macht, dort zu lasteten. Bin gespannt, wie die Lane funktioniert. Core Earthshaker hätte mir vielleicht auch gefallen. Aber. Naja, so, okay. So funktioniert es auch. Core Skywrath Mage wird auf jeden Fall lustig anzugucken. Mal schauen, auch wie das gegen das Repel funktioniert. Ob das überhaupt funktioniert. Aber gut, ja. Believe in yourself and Poison übernehmen die Supports. Mastermind auf dem Lycan als Safe Lane Farmer. Tatsächlich diesmal Mastermind auf vielleicht dem Lycan, den er gut spielen kann. Aber eben nicht in der Position, wo wir es häufig sehen. First Level tatsächlich hier bei dem Kottel sehr aggressiv. Hat dann Mana Leak geskillt. Interessant, aber selten gesehen und vielleicht. Also er braucht jetzt auf jeden Fall Level. Muss jetzt pullen, braucht die Level, um danach vielleicht eigens selber im Dschungel zu sein, ein bisschen zu Harrison und halt auch das Mana zu geben für die Riptide. In der Mitte haben wir Kikoni tatsächlich, also kein Safe Lane Farmer. Troll gegen Skywrath Mage. Bin mir gar nicht so sicher, wie das Lineup aussieht. Könnte. Mal schauen. Und als zuletzt natürlich Batrider, Hawkeye. Guckt mal, wie er das Ganze auf dieser Offlane überleben kann. Ist auf jeden Fall ein besserer Hero gegen Earthshaker, weil der Wall-Off nicht passieren kann. Firefly kann immer früher drüber fliegen. Von daher einer der besseren Offlaner hier in der Situation. Schauen wir uns hier noch die Mitte an. Ikoni kriegt ein bisschen Damage, aber ansonsten. Last Hitten ist relativ even. Mal
schauen, ob halt HBA das hinbekommt, auch ohne Orbs zu lasten. Siehst du danach aus? HBA wird ein bisschen ausgeharrest. Will unbedingt keinen Mana verlieren, das kann ich verstehen. Und so viel Damage kriegt er halt auch gerade gar nicht so sehr. Auf die Top-Lane, Spook Spook haut ein bisschen auf Supports ein. Bam. Aber viel mehr erstmal nicht. Lassen Sie nicht hinten Omni-Knight im Dschungel? Nein. Gut, erstmal nur stacken wohl. Für den Bad-Rider, der sich wahrscheinlich da sehr drüber freuen wird, wenn er auf diese Offlane genug hat. Was aber vielleicht gar nicht mal so sehr passieren muss. Mana Leak hält ihn da bei der Stange, aber damageweise passiert da halt gar nicht mal so viel. Hatte halt Kotl halt einfach nicht genug Damage. Und Earthshaker wird halt nicht einfach so ran rotieren. Den Smoke könnte man eventuell sehen. Oh, ja gut, das sollte ein Kill sein. Ja, das wäre auch ein Kill ohne die Fischer. Ja, nicht direkt tatsächlich, aber First Blood. Bisschen zu weit vorne. Kikoni ist da noch, sich noch ein bisschen stehen geblieben sogar. Aber für dieses First Blood hier für HBA hat halt sehr viel Harris. Wobei verdient gar nicht mehr so sicher bin. Ich habe halt nicht vorher gesehen, wie sich das Ganze überhaupt zustande kam, dass Kikoni so low war. Bisschen Harrison, bisschen die. Bisschen die Blades werfen, ja. Aber Spook auf dieser Offlane ist auch relativ gut dabei. 2 Minuten, Level 3, 2 Last Hits, ja. Könnte schlimmer sein. Siehe Batrider, hat 6 Last Hits, okay, nevermind. Hat doch eine Wave bekommen und Skyrath Mage hat eine Regeneration Rune. Das ist natürlich immer böse. Da kann er jetzt Harrison ohne Ende. Einfach die Bolts fliegen lassen. Batrider muss zurück zum Jungle, zum Fountain. Wird vielleicht danach in den Jungle gehen. Triple Stack groß hier. Immerhin ein Camp, was er hier farmen kann. Und ansonsten halt auch nicht so viel. Aber immerhin etwas. Der Triple Stack hilft ihm auch schon ein bisschen was. Auf der Offlane kriegt es auch nicht so viel. Schöner Bash von Spook Spook, der ihn da ermöglicht, wegzulaufen und nicht wegzuspringen. Weil ansonsten hätte er definitiv Time Warpen hätte müssen. Ja. Der Harris ist real. Einiges an Harris, aber die Bottle ist halt auch da. Und daher weiß ich jetzt nicht, ob das so viel im Endeffekt gebracht hat. Die Regeneration Rune wird gleich benutzt. Von selber. Von daher passiert hier aber erstmal nichts. Die Supports wollen hier ein bisschen was machen, einfach wegen der Regeneration Rune auch. Aber ich glaube mal, eventuell könnte hier Earthshaker getroffen werden. Ist ein bisschen weit draußen. Aber kann natürlich einfach die Fischer machen, wenn er damit nicht übertreibt. Und jetzt ein letztes Held noch. Mit der DD-Rune, aber ansonsten auch nichts. 1:0 immer noch für Hihi. So ein Score ist auch jetzt hier in diesem Spiel. Der eine Hit von HBA, aber ansonsten nichts. Etwas. Ja, passiv will ich nichts nennen, aber. Es passiert natürlich erstmal wenig. Andererseits, hey, es ist eine Naga. Das ist generell natürlich vielleicht ein Problem, dass die Naga so weit uncontested das Ganze farmen kann. Und einige Last Hits. 27 sehen wir hier, aber eben auch wieder Lycan. Von daher ist jetzt noch nicht so out of control. Wenn wir hier sehen, ob Skyrath Mage die nötigen Rotations machen kann, um den Lycan in Schach zu halten. Ein Lycan ist durchaus der Hero, um hier durchaus schnell fertig zu werden. Das ist genau das, was die Naga nicht will. Das ist jetzt hier Kotl ein Problem. Ja, wird gestunt und Firefly ist drauf. Sollte er nicht wegkommen. Ah, schöner Juke, aber. Oh, er belebt! Oh, das ist ein Desaster. Und jetzt müssen sie natürlich direkt weg. Und tatsächlich kriegt Skyrath Mage. HBA kriegt den Kill mal wieder. 2-0. 1000 Gold. Soll im Mana-Boot sein. Ja, das ist nicht so gut. Es war sehr, sehr knapp, dass sie da zu greedy waren. Und ich den letzten Hit noch reingehobelt habe. Aber auch sehr schöner Juke von Kotl, dass er halt hier so schnell so umgedreht ist und dem Fireplace zu entkommen. Muss man sagen, geil gespielt. Ah, HBA könnte aber jetzt ein Problem bekommen. Da sollte er nicht wegkommen. Letzter Hit. Trifft noch und.
Oh nein! Ein Hit! Oh, kriegt er noch vorher. Robolat hat sich das hart erkämpfen müssen. Aber der Towerschuss hat zu lange gebraucht, um bis dahin zu fliegen. Und dann haben sich die beiden Midlaner selber umgebracht. Auf jeden Fall Victory für den Troll, der hier doch wesentlich mehr rausbekommt. Nämlich die XP bekommt und halt auch. Ach, im Goldchange hätte ich gedacht, dass es mehr ist, aber es ist halt auch nur eine 2er-Streak gewesen. Auf jeden Fall wichtig, um halt hier den Scarif-Mage so ein bisschen zu kontrollen, weil sonst wäre das komplett out of control gegangen. Ups, das in dem Ward war nicht so tolle. Das konnte man nicht wissen. Ups. Die Definition von Ups. Ansonsten, Offlane, Fistes Void jetzt mit 13 Last Hits, auch gar nicht immer so schlecht. Batrider versucht sich dem Ganzen im Dschungel, hat jetzt hier einen Quad-Stack. Sehr nice. Wird den auch schon schön farmen können. Auf der anderen Seite sind immer noch Mud-Golems. Ist natürlich nicht so toll. Aber immerhin kriegt jetzt hier sehr viel raus, hat auch sowieso schon 1000 Gold. Und ist auf dem Weg, auf jeden Fall, zum Ding-Ding. Ja, Scarif-Mage kommt hier low, aber beide sind stunned. Der eine Hit kommt noch ran. Hit. Oh, wunderschöner Juke. Aber ob er da wegkommt, ist die andere Sache. Krone wird hier genutzt. Sehr schön. Sollte jetzt hier vielleicht aufpassen. Kriegen jetzt hier einen Kill, aber die Fischer sorgt dafür, dass zumindest das Poison wegkommt. Weiß nicht, ob das so nötig war. Double Kill für den Keeper. Aber schön gejuked auf jeden Fall von HBA hier. Sehr knapp, aber Scarif Mage hat natürlich auch ein sehr stark, sehr, sehr schnelles Movement Speed. Auch ohne Boots. Und mit Boots ist er halt schon bei 375, mit Brown Boots. Das ist natürlich einiges. Geht hier auch tatsächlich auf einen Rot of Aoi First. Also keine Umschweife irgendwie auf die Boots. Ja, die Wölfe hauen ihm ein bisschen in den Rücken, aber mehr passiert da glaube ich nichts. Ja. Da können die Wölfe nicht mehr machen, ein bisschen Waden beißen. Das ist da mehr nicht möglich. Schöner Pickoff auf jeden Fall hier. Die Fischer hat da richtig schön funktioniert. Und im Endeffekt musste er natürlich schon sein Ulti verwenden, aber 35 Sekunden Cooldown jetzt noch. Das geht natürlich sehr schnell. Wird er sogar noch gerecalled. Was natürlich ganz praktisch ist, weil er nicht mal die TPs benutzen muss. Von daher, Absprache funktioniert bei Hihi. Will ich aber auch so sehen auf dem Niveau. Definitiv. Sehr schöne Technical Details. Ja, und Scarif Mage ist jetzt so weit, dass er jetzt einfach mal in den Dschungel gehen kann. Geht von Oils first tatsächlich, kein Rot of Athos. Und trotzdem hier noch das ganze Farmen. Aber wird zumindest die XP scheren müssen. Ja, zum kleinen Teil nur. Jetzt hier noch den einen Creep contesten, aber sonst passiert nichts. Aber hau das an, vielleicht wissen sie das, aber es scheint nicht so, als ob sie das bemerken, dass der Haul vielleicht nicht wegen dem ongoing Teamfight passiert oder beziehungsweise dem nichts, was da oben passiert ist, sondern tatsächlich wegen Roshan. Aber wir werden wohl zu spät kommen, die Illusion kommt jetzt checken, aber Roshan wird da getan und fertig sein. Mal schauen, ob sie hier rotaten. Nein, tun sie nicht. Versuchen jetzt den Tier 1 Tower zu machen. Lycan bekommt die Aegis. Und das ist ein sehr gutes Play gewesen von G-Play, um hier zurückzukommen. So ein Sneak. Die Zeit genutzt, wo alle im Dschungel waren. Und jetzt mal schauen, ob er einen Wraparound machen kann. In der Mitte werden Hihi wohl jetzt gesandwiched werden. Das ist relativ super gegen eine Krone. Die Frage ist halt nur, ob es halt so gut funktioniert oder ob sie halt einfach zurückgehen können, eine Krone vorne hinsetzen, den Lycan töten und dann umdrehen. Aber auch mal schauen, ob Mastermind hier wirklich einen Rip-Round macht. Oder nicht. Aber es sieht so danach aus. Batrider Lasso, schön, haben jetzt HBA. Es dürfen einige Damage drauf machen, aber kommt gerade so hier. Nee. Wird hier nicht mitkommen. Ah, kann ich mal sein Ulti rausbekommen. Und Mastermind von hinten kommt genau richtig. Habe ich jetzt nicht ganz gesehen, aber Mastermind klingt jeden aus. Triple Kill für Mastermind. Wunderschöne Sache, dann noch von hinten zu kommen. Und auch sehr, sehr
schlecht von Edge Ray, dass er da hinter dem Tower gecatcht wurde mit dem Lasso. Da war nichts zu tun. Jetzt liegt es an G-Play, sich das Spielzeug zu holen und hier den ersten Tower des Spiels zu nehmen. Wahrscheinlich sollte auf jeden Fall mit Paul und mit Battle Hunter, Battle Trance, da das passieren. Die TPs sind da, Wall Off nicht ganz, aber immerhin Mana Leak ist da, obwohl das im Prinzip jetzt nicht so viel bringt. Ja, Mana Leak prockt nicht und dann war wegkommen, glaube ich, wird er da nicht. Stick Charters könnte er noch genug haben. Ah, 200 Leben sollte genug. Oh, da kommt noch der zweite. Na gut. Nevermind, RIP. Und auch Venture Spirit ist dort gegen den Kottel down gegangen. Mana Leak zahlt sich aus. Muss man schon sagen. Mana Leak zahlt sich aus. Fight Recap, ja, bla. Wir schauen uns mal die Grafen an, die doch sehr stark in Favor of G-Play waren. Einfach wegen dem wunderschönen Play in der Mitte. Strategisch feinste Sahne. Aber die haben sich das jetzt ein bisschen zurückgeholt. Den T1 Tower zu traden für einen Troll und für die Vengeful Spirit war jetzt nicht das Beste, was ihnen hätte passieren können. Und ja, sind noch im Spiel. HBA ist zwar 5-2, trotzdem gut gefarmt. Oils ist da. Jetzt kann es mit dem Rod of Athos losgehen, würde ich jetzt mal so sagen. Glaube ich mal, dass das nächste Item Choice ist. Ansonsten an Items, Void ist halt auf dem Mask of Madness am Bauen, hat er so schon fertig. Ist im Kurier? Nope, ist nicht im Kurier. Naga, wie viel braucht Naga noch? Naga hat ihr Relic jetzt gerade gekauft, wie ich hier sehe. 12 Minuten 45 für ein Relic, das ist einiges. Wird jetzt hier vielleicht sterben. Okay, wird jetzt hier sterben. Oh, wunderschöner Song. Wunderschöner Song. Ganz knapp die Zeit gehabt, aber nicht schnell genug geholt. Und was für ein Song. Was für Hände, der Mensch. Geht natürlich jetzt hier zur Basis zurück, hat kein Mana mehr. Kottel ist auch nicht so stark in Chakra Magic. Gif Mana ist nicht seine Priorität. Und G-Play machen es immer richtig und holen den nächsten Tower. Beziehungsweise Pressure in den nächsten Tower. Glyphe wird benutzt, aber Hihi wird das wohl nicht dürfen. Und verpassen sogar die Glyphe zu werden. Und Smoke. Wollen wahrscheinlich hier oben deffen. Mhm. Sind hier auch hier nur zu zweit. Mal schauen, wie das funktionieren sollte. Sollte eigentlich ganz gut klappen. Die Frage ist, wie das mit Krone und Fischer aussieht. Wie viel sie da bekommen. Bam! Echo Slam richtig schön gemacht. Einiges Damage rausgeholt, aber beide werden jetzt hier. Werden hier down gehen. Dafür sind sie einfach zu schnell gesagt getan. Krone und weg. Schöne Krone auf 3. Und mit, ja, was auf jeden Fall wert hat, dass er hier nicht gestorben ist. Denn Chrono. Prinzipiell sind sie sowieso am Passiv-Spielen. Bis das Radiance fertig ist und danach, ja gut, technically ist Naga-Play immer passiv. So richtig aggressiv kann man das nicht bezeichnen, wenn man in der Basis rumsitzt und Illusionen rausschickt, aber hey. T2 wird angegangen, allerdings von G-Play. Denn Chrono ist draußen, Song ist draußen und Echo Slam ist draußen. Das machen G-Play sehr, sehr gut. Die Frage ist halt natürlich, ob es reicht. Man hat gesehen, Hihi sind Play-by-Play, würde ich sagen, ein bisschen stärker. Das sind auch, ja, vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht die erfahrenen Leute drin. Aber, naja, es muss halt nicht reichen. Außerdem kann Hihi sehr gerne mal über Overextenden. Besonders bei HBA haben wir das gesehen, im letzten Game. Da ist noch viel drin, außerdem ist es 6-9, ist noch nichts passiert, die Grafen sind komplett even. Und nur weil Naga langsam fett wird. Ups. How did that happen? Okay. Das war ein bisschen clear. Schöne Sache. HBA holt sich hier im Endeffekt den Batrider. Aber mal schauen, ob sie das hier deffen können. Gehen wir schön auseinander zum Koppel. Und holen sich den Tower hier ohne großen Probleme, außer dass Mastermind hier eventuell stirbt. Schöner Swap. Schöner Swap. Kein First Hit Bash, schade. Von daher. Nächster Bash immer noch nicht. Immer noch kein Bash. Wow, das ist bitter. Und jetzt können sie einfach mit Guardian Angel turnen.
Pause von Batrider tatsächlich. Ich sehe doch noch ein paar Probleme. Punkt, Punkt, Punkt. Ist mir egal, den Angel hält noch die Hälfte. Also 4 Sekunden. Quatsch, Scepter. 3 Sekunden Guardian Angel noch. Wir haben einen Silence auf dem Troll, der sowieso nichts haben. Und die Mensch fürs Bild wird. Weiß nicht, ob es hier raus sein wird. Wahrscheinlich schon. Tja. Mal schauen, wie es hier ausgehen wird. Troll könnte auf jeden Fall noch einiges in Damage machen. Lefkan hat keinen Mana mehr. Wird damit wahrscheinlich down gehen hier. HVA sollte eigentlich mit Walls locker wegkommen. Aber egal, den Angel schöner Turn halt auch, um den Void zu holen. Und der Void-Kill war wichtig. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Grafenzeit. Nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Itemweise haben wir noch schon was gesehen. Kottl wird wahrscheinlich im Force-Dev gehen. Wahrscheinlich. Void hat jetzt seine Items. Naga braucht noch 300 Gold bis zum Radiance. Und Earthshaker spart. Mal schauen uns hier an. Natürlich erste Oils schon gezündet. HBA wird damit aber vielleicht down gehen. Nein. Recall, schön gemacht. Wupp. Doch noch den Recall gezündet und außerdem mit. Er ist halt generell ein sehr schneller Hero und mit, noch mit dem Oils. Wird es sehr, sehr schwer, im hinterher zu laufen. Also hinterherlaufen geht, aber catchen ist dann so eine andere Sache. So, Radiance ist fertig. Das ist ein Punkt 16 Minuten Radiance. Nicht schlecht. Mit genug Mana, um die Illusions laufen zu lassen. Tja, und jetzt wird es langsam schwierig auf jeden Fall für Hehe und außerdem für HBA. Für HBA, der hier, glaube ich, ein Problem hat. Schöne Bottlelinks, aber reicht nicht. Das ist Bottlelinks. Bottle Charges. Sehr schön gemacht. 4 das Lärm. Reicht es? Reicht es? Reicht es gerade so. Killing Spiel geht in den Kottel, aber beide Supports poppen instantly. Bezahlen für ihre Insolence. Trotzdem, Hashtag worth it. Oh, Hashtag not worth it, tatsächlich. Kottel kriegt 200 Gold raus, aber hey. Kriegt immerhin 200 Gold raus. Trotzdem ein Win für G-Play, die da doch definitiv mehr rauskommt. Mit dem Netz wäre es auch mit dem Ulti relativ böse gelaufen. Und jetzt haben wir hier Kikoni, der doch sehr schnell weglaufen muss. Trotzdem, beziehungsweise nichts zu machen, trotzdem für Scareth Mage den Concussive Shot. Das ist cool. Das hat gedauert, bis ich das gesagt hatte. Mann, Mann, Mann. Tja, Naga-Play. Je länger es dauert, desto schlimmer. Chrono-Man macht Chrono-Man ziemlich viel Damage. Ja, mit einer Master of Madness ist es natürlich einfach möglich. Nach so einem Batrider kann er mal ziemlich schnell gefunden werden, wenn der Blinkjäger auf Cooldown ist. Ansonsten kann man das ziemlich schnell Fails machen. Mit einer Chronosphere und Blinkjäger und so. Kommt häufig vor. Double Damage Rune auf Skywrath Mage. Wird jetzt noch fieser. Aber es scheint so, als ob er jetzt erstmal auf nichts treffen wird. Ansonsten, itemsweise, Earthshaker ist auf dem Weg zum Blinkdagger. Force Staff ist jetzt am Kotol fertig. Skywrath Mage. Ah, es ist tatsächlich Naga-Damage schon, okay. Wait, na doch, Naga-Damage. Ich dachte, einen Rod of Athos braucht er, aber andererseits, wir haben Netz, wir haben Echo Slam, wir haben eine Chrono, wofür braucht er eigentlich überhaupt einen Rod of Aoi? Auf der Seite von G-Play sind wir im Batrider auf dem Weg zum Force-Staff, es dauert aber noch über 1000 Gold. Venge hat das Medaillen, reicht vollkommen, Troll ist auf dem Weg zum BKB, braucht auch noch 100 Gold bis dahin, vielleicht sollten sie darauf warten. Book 3 gerade fertig von Lycan und Omni-Knight geht auf das Arganims First tatsächlich. Und Scarif Mage ist jetzt wieder hier.
Wurscheln geht los. Aber ist auch schon down, bevor sie auf da hinkommen. Mann, 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 geht der da schnell down. Und mal schauen, wie das so laufen wird. Wunderschön gemacht hier, aber Bedwetter findet hier im Hintergrund was zum. Eieiei. Aber Song ist genutzt. Mal schauen, wo sie da reingehen. Gar nicht geht sie da rein. Sterben einfach beide. War vielleicht keine gute Idee. Oh nein. 7 Sekunden für die Krone, das ist bitter. Was ein Guardian Angel. Im Endeffekt noch. Aber Song war okay, aber es war einfach viel zu spät. Und der Bedwetter hat auch damit gefangen. Ich habe nicht ganz gesehen, wo. Oder wer. Und jetzt kommt die Krone. Nein, das war ein bisschen spät, würde ich sagen. Aber es reicht noch. Und immerhin Double Kill für den Scareth Mage und kommen hier beide weg. Aegis geblown. Sehr schön gemacht. Wir haben noch das Wichtigste rausgeholt, würde ich jetzt mal so sagen. Und Kikoni muss auch schon seinen BKB nutzen. Aber erster Bash, zweiter Bash. Weg. Ist natürlich sehr bitter. Und hier kommt sie wohl weg. Scareth Mage auch sehr nah dran. Hier kommen die Balls rausgeflogen. Wenn wir jetzt hier ein bisschen zurückziehen. Tja, knappe Sache. Klatsch, Roche-Fight. Einige Tode. Hier in dem Turnaround nochmal ein 3:3 im Endeffekt getradet. Dafür, dass sie die Naga auf dem am Weglaufen geholt haben. Sinn und Win für G-Play, auch mit den Roshans. Sind halt hier leider immer ein bisschen zu spät. Und wir können einfach nicht rechtzeitig dahin kommen. Tja, Naga ist halt noch nicht auf der Höhe ihres Plays, aber okay. Da hat HBA geschlafen, hat den Forstaff ready, hätte ihn schön machen können, hat noch über eine Sekunde fast Zeit gehabt. Weiß nicht, ob da, keine Ahnung, was da das Problem war. Auf jeden Fall nicht so schön für HBA, hier relativ einfach stirbt einfach so. Und der Tower wird wohl auch für G-Play gehen. Trades sind nicht vorhanden. Naga pusht ein bisschen. Aber G-Play pushen jedoch schon sehr hart. Ein Tower noch da. Aegis ist zwar raus, aber. So richtig fighten. Chrono ist da. Kann natürlich dann jetzt gemacht werden. Trotzdem müssen sie auf jeden Fall aufpassen. G-Play kann genauso gut mit einer stichten Chrono. Song into Chrono kann katastrophal werden. Andererseits ein richtig schöner Guardian Angel oder so zerstört halt einfach Hihi. Die da erstmal einen direkten, einfachen Teamfight nichts entgegenzusetzen haben. So, und dieser Teamfight wird an diesem T2 Tower stattfinden. Grafenweise komplett liegen. Wie das öfteren hier schon. Smoke ist da, Blink auf Earthshaker ist da, das könnte. Oh, Chrono nur auf einen, das ist bitter. Swap wird rausgemacht, Guardian Angel. Vielleicht ein bisschen unnötig. Oh, direkter Bash. Aber trotzdem, Song wird angemacht. Frage ist halt, ob sie hier ran wollen. Bam! Direkt reingejumpt. Und ich habe einen Disconnect. Oder auch nicht. Whoop, ja, die Pause ist richtig. Jupp. Tja, bumm. Yes, we did. Alle haben einen riesigen Lag-Spike, aber hey, solange ist noch nichts passiert. Andererseits, ja, ich weiß nicht, wie viel Kikone jeder noch da jetzt noch tun kann. Lefkan wird wahrscheinlich sterben, aber gleichermaßen wird es auch. Ah, die Wölfe werden einfach den Kill holen. Kikone hat aber einen BKB und wird erstmal hier nicht zu Fall gebracht. Kann sie sich noch turnen, aber nicht schlecht. Mit dem Song hat das natürlich auch den Fight Recap ein bisschen unterbrochen. Aber ja, Earthshaker ist ein bisschen suicidal reingegangen. Hat sich geopfert, um den schönen Echo Slam rauszuhauen. Aber schön getradet. Im Endeffekt waren es ein 3:1, 3:2. Schöne Sache, schöner Song. Und ja, schöne Krone am Anfang. Ja, wobei, schöne Chrono war das eigentlich nicht. Chrono rausgeswappt, ja. Ja, auf der Jagd.
auch direkt nach Mastermind. Und da haben sie tatsächlich Mastermind. Der ein kleines Problem hat. Oh, BKB geht raus. Oh, Timelock. Timelock. Wunderschöner Spot. Und jetzt muss Hihi sich da die Kugel zurückziehen. Oh, schöner Force-Step. Gerade so da hoch geschafft. Und jetzt Lilus hinter dem Rest her, aber Time jetzt leider aus. Glück für die Play. Und ja, Kottl lebt da noch. Vielleicht keine so gute Idee. Ups. Dieser war ein bisschen zu kurz, aber die Wave holt sich den Kill auf den Kottl. Trotzdem stirbt dafür halt einfach mal der Troll. Ich weiß nicht ganz, was das Kottl umgebracht hat. Der Red Rider hat da ein bisschen seinen Ball verkackt. Flame Break. Die Stimme lässt gerade ein bisschen nach. Ein bisschen doof. Anyway, schauen wir uns mal die Graphen an, die immer noch even sind. Trotzdem, je länger das Spiel dauert, desto stärker wird natürlich Nagel. Ich hatte jetzt schon eine Yasha fertig. Ist jetzt auf dem Weg zum Manta. Bad Rider hat so langsam hat jetzt auch Core-Items. Trotzdem, ja, es ist halt auch sehr stark auf Teamfight abhängig. Hier hat ein sehr starkes Teamfight-Lineup, was halt auch einfach warten kann mit der Naga. Und es kommt sehr, sehr stark auf die Initiation von beiden Seiten an. G-Player haben eine sehr starke Counter-Initiation, aber müssen halt ein gutes Positioning dafür haben. Das Checker scoutet hier ein bisschen, findet quasi das gesamte gegnerische Team. Und gegnerisches Team. Spook. Kommt hier gerade so die Krone raus, muss allerdings jetzt hier sehr schnell von Mastermind zurückziehen. Auch Garta muss hier zurückziehen, aber Kuppel wird wahrscheinlich da hier gehen. Da hilft doch das. Da hilft doch das Blinding Light nicht. 80% sind nicht genug. Poison kann gerade noch so sein, hier raus. Trotzdem. Overlapping Stunts, nichtsdestotrotz. Egal, Mastermind allerdings jetzt hier ohne Ulti, ohne BKB. Vielleicht ein bisschen weit hinten. Chasen noch ein bisschen, aber der Rest TP'd auch wieder zurück. Song wird versucht zu holen und tatsächlich finden ihr Mastermind. Allerdings sind sie nicht die einzigen, die finden, denn Bad Rider ist halt auch da. Oh, Lasso trifft noch, das ist bitter, das ist gut, der Naga. Wird halt noch draußen, aber ansonsten nichts. Eventuell kann der Spieler hier noch was tun, aber vielleicht ist es doch keine gute Idee, da reinzugehen. Ein bisschen komisch mit dem Song, war doch kein Support so richtig da. Die Naga gibt ihr Leben. For the cause. Bisschen wieder zurückgesetzt für das Manta. Aber auch nicht so viel. 26 Minuten drin, 22:19. Für Naga Game relativ viel Fighting. Muss man auch sagen. Trotzdem. Ja. Last Hits sind natürlich auch angespannt, weil es eben ein Naga Game ist. 233. So langsam Zeit für Networth. 15k. Eieiei. Ja, trotzdem knapp 50, 60 mehr Last Hits. Das ist natürlich Lycan mit den Stats her halt auch viel weiter vorne. 7-2 gegen 0-2. Also die 7 Kills. Das sind dann natürlich einiges in Networth wert. Sowohl ein XP als auch ein Gold. Noch ein Leveln. Das ist halt auch ein Level voraus, aber nach Level 16 ist es halt auch nicht mehr so relevant. Gut. Schauen wir uns mal Mastermind an, wie er stirbt. Das ist nah dran, aber hey, Radiance. Radiance tut den Job. Schön gemacht von Garta hier ein bisschen quasi gebaitet. Und dann kam der Void rein. Sehr wichtiger Kill, 2000 XP. Whoopala. Da hat es die Vengeful Spirit zerrissen. Song wird angemacht, aber Song reicht nicht. Haben sie noch einen Force-Staff dafür? Nee, haben sie keinen, aber jetzt trotzdem Hawkeye hat sich jetzt umgedreht. Hat den Song halt nicht in Vision gehabt, glaube ich. Geht jetzt hier auch noch down. Bittere Sache. Auch ein schönes Recall auf Garta hier. Roshan braucht noch 1,5 Minuten. Blinkt nach vorne, jetzt wird's aggressiv. Aber findet nicht so richtig eine Engel dafür.
3 down. Ja, dritte T1 Tower soll jetzt hier geclaimed werden. G-Player gibt hier nach auf, TP't nach auf die Top-Lane. Wir lassen den Tower hier fallen. Bessere Entscheidung auf jeden Fall. Aber auch der erste Weg von Hihi auf jeden Fall in Towern zurückzukommen. Nächsten Tower. In Zarkov wird wohl erstmal nichts passieren. Scareth Mage macht uns ein bisschen blocken und. Oh, das war ein Trap. Aber jetzt wird geturnt. Und Lefkan wird wahrscheinlich mit seinem Hint, ja? Ah, Blink Dagger. Blink Dagger. Okay. Much greed. Such wow. Seriously. Okay. Keine Ahnung, was sind die Pferde komplett mit ihm durchgegangen. Nicht ganz sicher, warum er da unbedingt den Echo Slam auf die Venge machen wollte. Selbst dieser Trade für eine Venge ist absolut unoptimal. Omni hat aber jetzt Agas. Das heißt Global Guardian Angel. Und er kann den Guardian Angel jetzt auch. Besonders ebenfalls hat man es gesehen, hat halt Guardian Angel hier gemacht. Und es war halt einer und zwei hier drin. Der Rest war noch am TP'en. Und Global Guardian Angel wären halt auch die, die TP'd sind, direkt im Guardian Angel drin gewesen. So, Roshan ist da. Hihi kann mal wieder nicht contesten. Und der erste Roshan mit Cheese geht hier auf G-Play. Cheese für Troll Warlord, wie auch im letzten Spiel. Eine gute Wahl. Relativ tanky dafür, dass er ein Agility-Held ist. Und weiter geht's. Die Grafen sind jetzt doch ein bisschen weiter für Hihi. Aber halt sind die Kills und sind halt auch die Tower, die sie jetzt zurückholen. Die 2 Tower auf der Top-Lane ist jetzt auch gefallen. Ja. Defen ist auch relativ praktisch, was sie da können. Mit Kotl ist es relativ schwierig, hier High Ground zu gehen. Das ist tatsächlich das, was sie irgendwie sich anschützt. Jetzt zu tun. Was sie jetzt hier tun wollen, und ja, ihr seht, es ist eher, funktioniert eher nicht. Außerdem sind sie hier im relativ klatsch vorne drin. Und ist vielleicht eine schlechte Idee, was für ein Forster ist hier. Komplettes Mana weggegangen. Und Chrono. Ah, volles Leben mit dem Cheese. Schöner Spot auf jeden Fall wieder. Und der erste Hit kommt rein. Kotl holt sich hier den Revenge fürs Bild. Aber Earth Shaker ist auch down. Slow auf Spook und Song wird benutzt. Um das Schlimmste zu behindern. Aber Earth Shaker ist jetzt wieder da. Und Earth Shaker einen Echo Slam. Earth Shaker einen Echo Slam. Bam! Echo Slam kommt auf Mastermind. Aber BKB ist. Nein, Guardian Angel ist dran. Und Repel ist drauf. Von daher passiert hier erstmal nichts. Dieback von dem Earth Shaker. Und G-Play schützen sich jetzt hier an, eventuell Highground gehen, aber Edgeway A ist hier noch da und haut einiges an Damage rein, aber wird jetzt hier gelassen, das ist bitte, hat mal einen Bloodstone, er wird hier Zuset raus oder kann sich etwas zu überleben. Kann jetzt hier noch seinen Dings rausbekommen und kriegt immer die Aegis down. Aber die kämpfen hier um ihre Rex und es sind die ersten Rex, die hier down sind und gegen Lycan Rex zu verlieren ist eine gute Sache. Lycan versucht hier noch Damage auf die Rex zu machen, aber das wird ein bisschen schwierig. Denn die regenerieren sich auch. Und Manfighten kann dieser Mastermind doch ganz gut. Oh, ganz knapp. Hätte er schon vorher gesprungen, glaube ich, hätte das gemerkt. G-Play kommen doch durchaus mit mehr weg, als man erwartet hätte. Und sie sind noch im Spiel drin. Hihi. Aber haben einen Tower bekommen. Haben aber auch relativ viel dabei verloren. Muss man auch sagen. Die Grafen dippen jetzt schon wieder ein bisschen runter. Schöner Fight auf jeden Fall für G-Play. Dieses Guardian Angel und Repel ist eine sehr, sehr starke Kombo. Guardian Angel ist down für 60 Sekunden. Da wird es halt relativ schwierig für Hihi da irgendwas zu bekommen. Trotzdem. Tja. Naga hat auch gar nicht mal so viel Zeit zu farmen. Hat jetzt hier Manta, aber 33 Minuten Manta ist jetzt auch nicht mal so das Beste. Diffu allerdings jetzt fertig, okay. Nevermind. Mit einem fertigen Diffu ist es schon was ganz anderes. Und das wird sehr, sehr böse. Besonders weil Troika Mana hat. Lycan hat einiges Mana. Schöne
zwei Chrono-Ohren. Und wir kriegen sie tatsächlich down, bevor irgendwas getan werden kann. Links wird die Left-Kanne wird wahrscheinlich down gehen, aber Kurier verbunden, was sehr, sehr wichtig ist. Song wird benutzt, um den Lycan zu holen. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was Garter hier tut. Eventuell ein bisschen knapp. Okay, das Van wird aber gelassen. Und auf einmal sind drei Heroes von Hihi auf der Sideline. Das lief nicht so gut. Haben sie ein bisschen overextended, beziehungsweise wussten nicht so ganz, was sie damit anfangen wollten. Rotieren jetzt hier, die Pfeile sind da, ab nach unten. Und gehen jetzt hier rein. Buyback-Status auf dem Void ist vorhanden. Außerdem ist Kronenwald fertig. Ja, wird jetzt hier wohl Buyback machen. Ja, jetzt kommt das Lasso, aber die Mini-Racks sind down. Das ist bitter. Mastermind of Lycan ist halt sehr wild, weil irgendwie schöner Ding von Battle raus. Aber Kikuni stirbt wieder. 70 Sekunden für beide Cores von G-Play. Da ist eventuell was von Hihi möglich. Jedoch was? Lanes sind alle rausgepusht, obwohl wir den Nager haben. Aber Swap auch noch jetzt von Hawkeye rein. Das ist ein bisschen easy, wenn er da weitere Bashes bekommen hat, wäre das vielleicht nicht so gut gelaufen. Aber Believe in Yourself sollte hier down gehen. Erster Bash, zweiter Bash. Oh. Eventuell. Oh, schöner Spiel, aber die. Ja. Wurde wieder geheilt. Hawkeye Batrider geht leider hier noch down, aber Believe in Yourself lebt immer noch. Und es geht weiter hier. Nächste, nächste, Star, nächste, daneben. Die Pelle ist jetzt drauf. Bisschen schwierig. Okay, jetzt. Das endet diese Chase dann doch etwas prematurely. Schöner Fight für Hihi. Und da kriegen sie auf jeden Fall immerhin hier 2 Tower raus. Außerdem sind alle Ultis ab. Und da könnten eventuell hier die Stiffy auf. Okay. Klar, gegen Omni Knight ist ein Diffus natürlich praktisch. Wir haben jetzt sogar 2 Diffus. Daher wird Vitality und Guardian Angel wollen die nicht so lange halten. Mal schauen. Wir werden wahrscheinlich hier forcen. Und da muss jetzt hier die sehr stark aufpassen. Denn ja, vielleicht ist eine Rex für Hihi noch schaffbar. Die ist halt übrigens auch hier auf dem Fall passiert. Nämlich da fallen gerade beide Rex zu Mega Creeps. Aber ja, für die Play sollten sie das auf jeden Fall nicht tun. Das Problem ist nur, Earthshaker ist down, jetzt muss der Song benutzt werden. Gehen sie raus oder gehen sie rein? Und Cottle Blast kommt jetzt rein, aber Garter kommt hier low. Und die kommt hier rein, aber Mastermind ist nicht genug, doch poppt hier gerade so. Aber auch HBA ist down. Naga ist down. Das wird schwierig, HBA ist jetzt hier in der West drin. Aber schöner Force-Staff ist wieder raus und Leaving Yourself. Nächster Kill. Arganims ist nämlich auf dem Scarlet Mage fertig und diese 800 Mana sind nichts. Die Chase wird zwar schwierig, besonders mit dem Blink auf dem Batrider. Lasso wird zwar noch ein bisschen dauern, aber. Ja, das sieht nicht so gut aus. Zack. Ein Hit noch, ein Hit noch. Kommt er da noch weg? Nein, kommt er nicht weg. Aber Kikuni sollte hier jetzt mitfallen. Und Kronos hat sich jetzt da. Nein, er ist reingelaufen. Beide sind reingelaufen. Das ist nicht so gut. Das ist bitter. Aber die Bashes sollten eigentlich dafür genug reichen. Nein. BKB an und Lycanforms an. Und eine Haste-Modus an. Ja, kann man natürlich machen. Ne? Mal schauen, wer jetzt hier rangenommen wird. Es ist die Naga, die noch lange nicht reicht. Weil mit einer Haste-Rune passiert ja nichts. Aber hey, 16 Sekunden. Song ist nicht so kritisch. T2 wird hier fallen und die Middle Barracks sind tatsächlich auch down. Zumindest ist es wieder even, aber T4s werden jetzt hier für den Creeps eingerannt. G-Play Creeps sind stark, aber es sind doch die letzten Creeps, die hier kommen werden. Von daher muss es nicht mehr gedefft werden, denn Mega Creeps spawnen in der Mitte und werden hier gedefft. Trotzdem geht Lefkan zurück, denn viel mehr ist hier nicht möglich. Middle Barracks sind down, T2 in dem Bottom Lane kriegen sie nicht mehr. Roshan ist relativ lange. Ups. Von daher ist es halt auch kein Roshan immerhin. Und wer ist denn der vorne hier? HBA ist, ja, aggressiv, aber gut, mit einiges an Escape kann er das auch tun.
einiges an Mana-Regeneration. Auch einige Mist-Flares. Und die poppen relativ stark. Ja, Supports sind relativ viel Feed für das Gelf-Mage. Und ich muss aufhören, relativ zu sagen. Mann, das ist schlimm. Garta ist auch sehr weit draußen. Ich weiß nicht, was er tut. Wir müssen noch zu turnen. Der Support kommt gleich. Ich muss ja natürlich jetzt songen, damit noch einer drauf hittet. Aber jetzt ist die Chrono da. Aber Guardian Angel ist schön gemacht. Mit dem Algas ist es natürlich einfach. Master kriegt diesen Damage von Ravage. Aber schöner Warlock. Obwohl Warlock geht noch down, aber trotzdem kriegt hier noch den letzten Bash. Schnell genug. Gerade so ein Hit noch. Oder zwei Hits mit Bash. Und das besiegt auch das Schicksal vom Lycan. Buyback-Status. Wie sieht's aus? Buyback wurde benutzt davon im Lycan. Von daher kein Buyback hier von Lycan. Troll hat aber Buyback. Die Frage ist, können sie dagegen was tun? Sie haben zwar keine Ultis mehr, Hihi. Trotzdem ist es noch eine relative Force und sie gehen jetzt hier auch direkt für den Throne. Und wollen alles oder nichts wissen. Lasso auf Void. Dann kommt hier wahrscheinlich jetzt raus. Ja, direkt gepoppt. Und wahrscheinlich müssen sie jetzt hier ein bisschen zurückziehen. Allerdings, Mystic Flares kommen wahrscheinlich bald. Na, wollte hier einen Wall-Off machen, aber war nicht nötig. Kommen auch so weg. 80 Sekunden für Void of the Sideline, kein Buyback. Von daher spielen sie hier vielleicht ein bisschen sicherer. Denn, ja, da muss man jetzt nicht unbedingt reinkommen. Swap auf von Believe Yourself, aber vielleicht eine schlechte Situation, da einfach einzuswappen. Da waren noch ein paar andere da und der nächste Mystic Flare besiegt aus Schicksal vom Omni-Night. Double Kill für HBA. Diffusion Blade, jetzt wird aber das BKB gezündet, kann hier turnen, Lefkan stirbt, geht down, aber BKB ist jetzt zu Ende und ohne BKB ist das Lineup von Hüki relativ tödlich. Und Volle Warlord ist jetzt hier, Slow ist da, Slow ist mehr da und die nächsten Ultis kommen hier jetzt und fast ein Dribble Kill. Bisschen zu knapp da, Hawkeye ist jetzt weit draußen, aber hat erstmal nichts. 12 Sekunden bis Lycan wieder da ist. Müssen sie jetzt gucken, was sie tun und es wird wohl ein B sein. Ein bisschen Damage rausholen, vielleicht ein T4 mitnehmen. Und dann ist es time to get the fuck out of here. Und zwar mit allem, was sie haben, ja. Viel rausgeholt. Auch viel verloren. Geht alles so ein bisschen hin und her. Müssen halt jetzt die Bottom Lane pushen, wie schon angesagt wurde hier. Bisschen so von Lycan. Wo sie dann hier durchpushen wollen. Prinzipiell müssen sie halt so machen, dass die Creeps eigentlich in der Basis sind, damit sie halt auch ein Base Race eventuell anfangen können. Denn Lycan kann natürlich sehr gut Base Racen. Smoke von Gplay. Finden hier die Naga. Das ist vielleicht nicht so gut. Finden die Naga und. Oh, Stunt ist da. Sollte den Zorn rausbekommen. Ja. BKB ist aber von Mastermind angewiesen hier. Von daher. Tod für die Naga, 105 Sekunden down. Muss jetzt hier sogar eine Defensive. Oh ja, okay, das ist einiges. Schöner Swap auch raus. Wäre vielleicht auch nicht benötigt gewesen wäre. HW hatte leider kein mehr Mana, sonst hätte er vielleicht noch einen zweiten Mystic Flare auf denselben Spot casten können. Bam! Und jetzt aber wieder Mana. Und Omni Knight lebt noch nicht mehr. Mega Kill für Skyrith Mage. 22 zu 6 und noch ein Hex und BOTs und dann ist er schon gesixslottet nach 42 Minuten. Ei, ei, ei. Networth kommt fast an Nagel rein. Alter Schwede. Das ist wenig. Das ist nicht wenig. Naga kommt bald an die 400 Lastsitz ran. Nach 40 Minuten 400 Lastsitz ist sehr gut. Wenn man bedenkt, wie viel gefightet wurde mit 44 zu 33. Und dass sie jetzt hier bei 5 zu 4 sind, das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Aber Roshan. Oh, ja. 618, somit halt durch den letzten Patch mehr Movement Speed, als man vorher hatte. Da die Cap ja auf 700 angehoben wurde. So, das weiß ich. Von 600 zu 700, ja. Auf jeden Fall plus 100. Der Fern, schöner Blink. Auch wenn es vielleicht. Auch wenn kein Force Death da war. Trotzdem, jetzt durch die Mitte rein und wahrscheinlich auf die Mitte ohne auf den Thron. Ja, Gottl tut sein Bestes, aber jetzt wird hier alles oder nichts gemacht. Und da sollte Void wahrscheinlich jetzt auch nach Hause kommen, ja. Trotzdem, T4 sind fast down.
Aegis ist natürlich da, von daher macht man jetzt hier echt nichts benutzen, aber Aegis ist schon relativ früh eigentlich draußen. Hedgeway ist halt hier im Hintergrund und holt sich die Supports. Deadweather ist down, Venge ist down und deshalb kann ihn niemand aus dem Swap rausholen. Oh, wie viele Mystic Flares sind das? Zu viele ist die Antwort. Holy shit. Ja, das ist ein krasser Fight. Hedgeway holt sich hier einiges. 2 Buyback, 4 Deaths. Und wie viele Mystic Flares waren das? 4 Mystic Flares im Laufe dieses Spiels. Holy crap. Ja, 3000 Mana durch 800. Das ist einiges. Puh. Aber auch irgendwie 3 Mystic Flares oder so auf einmal machst, dann ist er einfach wum, wum, wum. Vollkommen in die Luft geflogen. 15 Sekunden on the sidelines. Buybacks sind noch nicht vorhanden für den Troll, aber für den Lycan sind Buybacks hier vorhanden. GG, wat? Okay, ja. Technically egal, aber. Na gut, ja, ein sehr antiklimatisches. Sehr, sehr antiklimatisches GG hier. Schade drum, aber zu Recht. Hehe hat die Macht übernommen. Hätten jetzt wahrscheinlich hier auch den Thron geholt. Troll hatte keinen Buyback. Dementsprechend. 2-0 für Hihi Forever United in der Join Dota League Season 4 in den Playoffs, in den Europa Playoffs im Loser Bracket. Somit steht es jetzt für Hihi soweit, dass sie, wo sind sie? Hihi im Lower Bracket, spielen jetzt gegen Vega demnächst. Der Gewinner dieses Match gegen den Gewinner von X-Game vs. Denial. Und na, dann müssen sie noch ein paar Mal gewinnen. Also Hihi haben jetzt den ersten von 4 Matches gewonnen, was sie gewinnen müssen, um in der Division 1 zu bleiben. Es wird schwierig, aber haben hier durchaus Potenzial bewiesen. Gut. Viel Spaß und ja, viel Spaß mit den anderen Sachen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin und war Sisterson. Jetzt mit GBN werdet ihr hoffentlich öfters von mir hören, wenn ich gerade mich nicht verspreche. Joe Dota League wird öfters passieren. ESL wird demnächst auch wieder ein Tournament machen. Falls ihr da mal auf die ESL.eu-Seite guckt, wird demnächst ein Tournament stattfinden mit 5 Tickets für ESL One zu gewinnen. Von daher ist es vielleicht auch was die nächsten paar Samstage und Sonntage. Gut, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis dann, auf Wiedersehen.